Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Montag, den 20.04.2020. Und zum Freitag hat unser DAX hier einmal die Scheuklappen drauf bekommen, einen netten Klaps auf dem Bopsa und ab ging die Luzi. Erstmal wieder durch die Nacht gerannt. Ich stand Freitag ja eher mit was anderem gerechnet, ne? Tatsächlich schon damit, dass wir hier noch weiter rauschen, dass wir noch Richtung 9.900 30 tiefer gehen, vielleicht sogar Richtung Gap Close wandern, sah wahrscheinlich schon wieder zu negativ aus, dass man hier jetzt Geld auf der Oberseite holen konnte mit einer Meldung hinsichtlich ja, Fortschritten bei der Medikamentenentwicklung bezüglich Coronavirus und so weiter. Hat das dann doch für etwas mehr Optimismus hier gesorgt, sodass wir per Aufwärtsgap reingegangen sind. Wir hatten über die Punkte gesprochen, haben gesagt, unter 10.200 schon deutlich Shorts, ne? Haben auch, glaube ich, das ganz explizit so gesagt, dass man sich auch unter 10.200 dann durchaus Short einstoppen kann, wenn er kommt. Und ansonsten über 10.430, dass man dort eher zum Long greifen sollte, weil der DAX eben durchaus bis zur 37 wieder hochlaufen hätte können. So, rein analyseseitig ist damit die obere Variante getriggert, auch wenn man es ja nicht wirklich hätte traden können. Ne? Also das haben wir ab und zu immer mal wieder, dass uns entweder das Signal zu spät kommt oder der Markt das schon alles überrissen hat. Das kennen wir auch aus dem Tagesschart. Ne? Dort macht es der DAX auch sehr gerne, dass er uns die Trigger eigentlich ja erst mit Tagesschluss über einer Triggerlinie aktivieren würde und er aber meistens schon direkt an dem Tag, an dem er den Trigger auf Tagesebene aktiviert, schon ins Ziel reinläuft. Ne? Das sind ähnliche Situationen wie das. Das heißt, hier war gar nicht mehr so viel zu holen. Die 37 hat einen ganz guten Job gemacht auf der Oberseite. Hat uns hier erstmal aufgehalten, runter zu die 560, 570 dann hier verteidigt. Das ist ja die zweitwichtige Linie. Von daher ist er einfach nur zwischen den Marken gesprungen. Und zum Montag müssten wir jetzt sagen, oberhalb von 10.730 klar Long, unter 10.570 würde ich ihm auf Short-Seite Chancen geben. Vielleicht so erstmal sogar nur bis 450, 430, ne? Dass man sagt, man guckt sich den Bereich mal hier an, muss auch den Gap Close tatsächlich damit einplanen, wenn es unterhalb von 570 geht. Ne? Sie sehen das, hier kommen einige Sachen zusammen, hier liegt ein Supertrend, hier liegt eine EMA 200, zumindest auf der Stundenebene, wo ich jetzt hier unterwegs bin. Wir haben hier das Gap Close Niveau, das heißt, es ist schon attraktiv, aber auch die 430 sollte man nicht unterschätzen, die wird bestimmt nach oben stänkern, 450 auch. Ich kann mir das durchaus vorstellen, ich würde zum Montag ganz gerne abwarten, so vielleicht bis 9:30, 9 Uhr, 9:15 rum, dass man einfach den Xetra-Start auch mal noch mit durch hat. Und mal gucken, wo er dann rauskommt. Für mich wäre aber trotzdem ansonsten ganz klar oberhalb von 37 hier eher jetzt das Ganze ein Long-Kandidat. Dann möchte ich aber auch sehen, dass es nach dem Xetra-Start dort noch weiter treibt. Also nur einmal kurz drüber schlagen, hier was weiß ich, an 97 dran oder sowas, dann direkt wieder zurückzogen. Das fände ich jetzt nicht unbedingt schick. Gerade auf einen Montag müsste man dann sogar fast einplanen, dass er dann auch mal kurz unter die 560 hier drunter schlägt, unter die 550 drunter schlägt, dann wieder in die Mitte zurückläuft und dann die 430 anläuft. Also hier spielt jetzt die Musik. Wenig Bewegung zum Freitag gewesen. Müsste man jetzt zum Montag wahrscheinlich auch wieder mit etwas weniger Dynamik rechnen. Deswegen würde ich mal so unterhalb die 10.300 als Maximale nehmen, oben aber allerdings die 10.000, die 11.200. Das wäre jetzt oberseitig so mein Bewegungsschritt. Ganz, ganz wichtig wird hier die 11.045. Das ist dieses Hoch, was wir zuletzt hatten. Ne, das hier. 11.045, die wird ganz wichtig. Und ja, oberhalb von 37 ist man wahrscheinlich, oberhalb, ja, von 10.730 ist man wahrscheinlich nicht schlecht bedient. Wenn man sich einfach versucht, long dort immer wieder ein paar Punkte rauszubeißen. Deswegen, wir setzen jetzt hier einen Trigger dran. Geht er uns hier weiter hoch? Dann, ja, machen wir vielleicht erstmal nur bis 45. Aber er kann, ne, haben Sie jetzt gehört, kann da auch durchaus weitergehen. Und unterhalb würde ich jetzt erstmal den Gap Close hier ein bisschen in Fokus nehmen. Aber Sie können sich auch denken, wie Sie den Markt wieder sehen, wenn der hier unten steht. Ne? Also wenn der auf 10.300 steht, ist es ganz schnell vergessen, was hier am Freitag passiert ist halt. Ne? Muss man offen für alles sein. Offen auf beiden Seiten, sich nicht zu sehr sich selber binden. Ja, das kriege ich in der letzten Zeit schon häufig oder verstärkt auch mit, dass sie
Leute alle wieder mit viel, 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 viel mehr Überzeugung unterwegs sind. Ne? So nach dem Motto, ah, das kann doch gar nicht und das muss doch und ne, sowas. Der Markt macht eigentlich genau dann, wenn man total überzeugt davon ist, dass er irgendwas machen muss, macht genau das Gegenteil davon. Na, das ist so ein kleines Marktgesetz, aber das dazu. Ja, mehr können wir hier jetzt erstmal nicht mitnehmen. Den hier unten können wir jetzt erstmal rausnehmen. Können wir rauslöschen. Und ansonsten oberhalb 11.500 im Zweifel. Wenn er mal weiter und weiter weiter schiebt. Na, oft genug benannt haben wir sie da oben. Irgendwann kommt sie. Und wenn er weiter treibt, kann er das diese Woche dann sogar schaffen. Aber muss über 37. Das weiß ich noch nicht, wo wir rauskommen. Das will ich erst sehen am Montag, 8 bis 9 Uhr. Und dann haben Sie schon mal ja, 20, 30% mehr Wahrscheinlichkeit auf Ihrer Seite, wenn Sie das einfach noch kurz abwarten. Und damit natürlich auch mehr Trefferquote im Trade selber drin. Von daher würde ich jetzt einfach auch sagen, wir warten den Montag ab, gucken uns, wie er läuft. Ansonsten oberhalb von 37 schon ein klarer Long-Kandidat, unterhalb von 75 ein Short-Kandidat, sollten wir schwächer reinkommen. Schwächer als 6,45 hätte das wahrscheinlich eher eine leichte Abwärtstendenz. Ne, nochmal ran an die 55 hier. Und mehr können wir so nicht sagen. Auf Tagesebene interessanterweise eine Doji-Kerze, ne, nach der hier auch schon auf dem Niveau hier oben. Das heißt, so, man ist nicht ganz so, ne, das wirkt so unheimlich optimistisch, aber das war nur ein Gap. So richtig, dass man sagt, boah, da kam jetzt aber auch Kaufpanik an wegen Medikament und so weiter. Man hat es im Tagesverlauf nicht gemerkt, ne? Also wir haben gerade so das Eröffnungsniveau halten können. Das heißt, die ganze Action ist hier per Gap gekommen. Anschlusskäufe im regulären Handel wurden aufgesaugt. Naja, das heißt, da haben auch welche reinverkauft. Also, muss man noch ein bisschen gucken. Das ist noch nicht so ganz so fit. Aber was mir jetzt hier auffällt, was ich interessant finde, ist, dass hier das obere Tagesband sich jetzt an der 11.045 für quer legt. Na, also muss man ein bisschen beobachten. Wenn wir jetzt zum Montag da dran springen sollten, ja, wenn wir über 4,37 reinkommen und wir ziehen bis 11,45 durch, kann es auch sein, dass jetzt zum Dienstag die Kerze, so wie sie gekommen ist, komplett einmal nach unten umlegt. Na, also lange grüne Kerze jetzt zum Montag hoch und zum Dienstag eine lange rote hinterher, die das komplett auskontert. Und dann erstmal wieder 2, 3 Tage Seite und dann können wir sich hier Stück für Stück eben unserer Zone widmen. Also schauen wir mal. Na, 37 wird entscheiden zum Montag und aktuell stehen wir auf den Wochenindikationen leicht schwächer, aber das kann sich jetzt auch noch ändern. Sieht man auf der Wochenendindikation oft, dass die dann zum späten Abend hin nochmal ein bisschen Schwung reinkriegt. Aktuell habe ich jetzt hier 6,72 auf der Uhr. Das ist gar nichts. Das muss man als unverändert. Da sollte man auch noch keine Prognosen von ableiten, keine Handlungsimplikationen ableiten. Das ist noch unbewegt. Ja, Freunde, mehr kann ich nicht mitgeben. Dann drücke ich Ihnen die Daumen, dass Sie hier gut reinkommen in die Woche. Viel Erfolg und wir hören uns dann morgen wieder. Tschüss.